Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ihr seid Sterne des Sterntotals, ich bin die Wookie und wir werden den Kaktus ernten, denn das ist das, was der Kaktus möchte von uns. Ich werde noch ganz kurz gießen, das werden wir auch tun. Schwupps. So, und dann, ja, gehen wir raus. Gucken, was da so los ist. Hallo Sebastian. Na, mein Lieber. Alles gut bei dir? Ich habe den Morgen damit verbracht, ein paar Zäune zu reparieren. Sie sollten so gut wie neu sein. Dankeschön. Ich habe das Gefühl, dass ich heute etwas tun wollte. Ich weiß noch nicht was. Hast du dieses Problem auch manchmal? Ja, habe ich auch. Sebastian, manchmal gehe ich in die Küche und weiß nicht warum. Und dann stehe ich da und frage mich, Knutschi, und frage mich, was da los war. So, jetzt gehe ich erstmal hier kurz die Würmchen aus dem Boden holen, weil da wollen sie raus. Die zappeln da schon ganz wild und wollen gerne gerettet werden. Dankeschön, haben sie gesagt. So, dann gucken wir mal hier rein kurz. Hier ist jetzt nichts weiter. Wir könnten mal wieder neue Früchte irgendwie in die Truhen packen. Jo, wir hatten einen lieben Kommentar, wo vorgeschlagen wurde, dass wir halt auch dekorieren können, besser oder mehr. Was ist das? Hallo? Was ist das für ein Ding? Ah, gestern war doch noch, bevor wir abgerichtet haben, beziehungsweise das letzte Mal, gab es doch irgendwie so einen Knall. Vielleicht ist das der Meteorit hier gewesen oder sowas. Sieht aus wie Meteorit und es sieht aus wie Iridium. Ich mach das mal weg. Gucken. Geh weg. Krass. Es war wirklich Iridium. Richtig viel. Oh, 6 Stück. Richtig gut. Damit können wir 2 Barren machen. Coole Sache. Cool. Wow. Ich wusste nicht, dass das gibt. Dass es sowas gibt überhaupt. Dass es so Meteoriten gibt. Das macht mich glücklich, Leute. Hier hüpft der Kugelfisch. Na, mein Lieber. Ah, sind schon zu zweit. Sehr gut. Der hat sich schon reproduziert, der Kugelfisch. Der hat einfach ein bisschen Zellteilung betrieben und schwuppdiwupp konnte er, ich muss kurz das Ding hier rausholen und schon konnte er sich zu zweit agieren. Ich fange jetzt einfach hier unten an mit den Kühen und dann bin ich kurz leise für den Soundtrack, ihr wisst schon. Ah nee, ist noch nicht so weit. Die coole Stelle kommt erst später. So. Na, ah, hier ist schon gefüttert. Dum, 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 dum. Das ist so schön. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas in dieser Tonabfolge macht mich happy. Ich weiß auch nicht wieso. So, hier sind noch Steine. Das ist einfach der schönste Track auf dem ganzen Album. Und falls ihr euch das holen wollt, sehr gerne auf iTunes gibt's das. Bestimmt auch bei Spotify. So. Dann gucken wir nochmal eben, was die netten Tiere uns hier hinterlassen haben. Ihre Hinterlassenschaften. Aber nur die guten natürlich. Das ist ein bisschen was gewesen. Okay. War jetzt nicht die Welt, aber ein bisschen. Ein bisschen geht ja auch. So, dann können wir nochmal ein bisschen hier noch die Milch zu Käse vergären lassen. Haben wir noch mehr? Ja. Hier. Und dann haben wir noch eine Ziegenmilch. Aber die ist irgendwie schlecht. Warum ist denn die so schlecht? Die ist nicht mehr so gut. Okay, den Zucker, den werden wir natürlich zum Kochen nehmen. Den Kaktus würde ich mal verkaufen. Die Milch verkaufen. Das verkaufen. Iridium, sehr cool. Können wir auf jeden Fall gleich einschmelzen. Ein Barren wollte der... Irgendjemand wollte Iridium barren. Oh, nee, auf keinen Fall die Steine. Aber das hier. Und das war's. Okay. Dann gehen wir noch hoch zu den Hühnern. Tusch! Hallo Barnabas, na, wie geht es dir? Ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht es ganz okay. Wir werden jetzt hier ganz kurz die Würmchen noch entfernen. Aber so wirklich Artefakte kriegen wir nicht mehr von den Würmchen, ne? Die sind alle schon irgendwie alle draußen. Die haben wir alle schon irgendwie bekommen. So, kann es sein, dass Sebastian die Hühner füttert? Kann es sein? Das ist voll cool. Ist voll lieb von ihm, dass er das macht. Ich habe jetzt gar nicht geknuffelt. Hab ich voll vergessen. Komm, hier ist ein neues Schattenhuhn. Voll süß. Voll cool, ey. Und die geben uns ganz tolle Schattenhuhn-Eier. Schatteneier heißen die. Guck mal, hier ist zum Beispiel eins. Da können wir Mayonnaise draus machen. Iridiumwolle, eine Hasenpfote, okay. Mit den Hasenpfoten, ich weiß nicht genau. Kann man da noch irgendwas herstellen mit? Ich weiß es nicht. Muss mal schauen. Vielleicht geht das. So, und dann könnten wir hier erstmal noch Eier verarbeiten. Da haben wir hier noch eins. Und dann haben wir hier eins. Und hier die Hasenpfote, weiß nicht, ich würde die jetzt erstmal aufheben noch, falls ich die nochmal brauche irgendwo. Und dann würde ich das Schattenei, genau, das war hier. Okay, hier noch zu Schattenei, nee, nicht essen. Zu Schattenei-Mayonnaise. Und dann gehen wir nochmal eben ins Gewächshaus.
Hallo! Na, hier ist eine Erdbeere. Ist ja nicht so viel. Vielen Dank. So, ich hätte gerne mehr Weizen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, mit dem Zucker, den wir jetzt bekommen haben, können wir noch ein paar mehr Melonentorten backen, beziehungsweise pinke Torten, was ja Melonentorten sind, haben wir ja gelernt. So, hier war noch eins. Haben wir noch mehr? Nee, das war's. Okay, dann würde ich eben kurz hier noch das Iridium rausholen. Genau, da haben wir noch vier. Dann haben wir zwei Stück, die wir machen können. Entschuldigung, Kohle brauchen wir noch dazu. Habe ich jetzt gar nicht mehr so viel. Wo ist die ganze Kohle hin? Ah, die habe ich, glaube ich, zum Craften verwendet für irgendwas. Ich bin mir nicht mehr sicher, für was genau. Aber voll cool, dass man diese Meteoriten bekommen kann. Das ist echt cool. Das wusste ich nicht, dass es das gibt, so vorher. Und es war halt offensichtlich, dass man das wegmachen kann, so. So, okay. Hier noch kurz die Steine eingelagert. 90 Steine haben wir nur. Das ist gar nichts. Mist. Hier gibt es noch Geoden, die wir reinmachen können. Dann haben wir 10 Geoden. Und den Lehm. Hier packe ich noch ganz kurz das Quarz rein. Denn Quarz ist schön. Und hier auch noch ein bisschen Kohle zurück. Dann machen wir das so. Okay. Gut, dann lass uns mal rausgehen. Ich würde mal überlegen, was wir heute machen. Ich würde so wirklich was verkaufen, kann ich jetzt nicht. Ich gehe aber nochmal rein kurz und packe noch den Zucker weg. Dann können wir nochmal ein bisschen was kochen. Beziehungsweise können wir das auch hier. Einfach die pinke Torte. Genau. Drei Stück. Sehr gut. Da fehlt uns jetzt Ei. Okay. Da muss jetzt aber die Eier ganz gut reingeholfen, die wir jetzt dabei hatten. Wir brauchen einfach mehr Eier. So, da haben wir sieben Torten schon. Das ist richtig cool. Und dann noch so ein Lolli. Den haben wir, glaube ich, gefunden. Oder haben wir den gekocht? Ich weiß es nicht mehr. Würziger Aal, der hat plus 1 Glück und plus 1 Geschwindigkeit. Okay, ist ein gutes Statusding. Und den Zucker packen wir, wie gesagt, in den Kühlschrank. Genau, da haben wir da wieder ein bisschen Zucker. Eier brauchen wir wieder. Aber die kriegen wir eigentlich jeden Tag. Ich müsste die bloß aufheben. So, hier, das verkaufe ich und dann die Hasenpfote behalte ich noch. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich würde noch so ein bisschen überlegen, ob wir nicht in die Mine gehen. Ich brauche neue Steine, ich brauche neue Kohle und was weiß ich. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir Schleime töten. Weil, ne, da müssen wir auch vorankommen. Wir haben jetzt noch nicht so viele Schleime geschafft. Für den Gast. Nee, für, wie hieß er? Hier der Marlon, glaube ich. So, ich gehe mal in die 80, würde ich sagen. Da können wir da kurz reinhuschen. Ach, guck mal, hier ist schon sehr viel Gold. Das nehme ich doch sehr gerne mit. Kein Problem. Und auch noch sehr viel anderen Schnulli. Guck mal, hier geht's auch runter gleich. So. Okay, hier, das nehmen wir mit. Voll cool mit dem Iridium. Das freut mich voll. Ich hätte halt gerne eine richtige Iridium-Einnahmequelle irgendwie. Dass wir da halt, ja, regelmäßig an Iridium kommen. Das ist halt leider was, was wir ziemlich brauchen, so. Gerade für die guten Sprengler und für die ganzen Sachen, die wertvoll sind. Auch zum Herstellen, so. Ja, ich glaube, die guten Maschinen, die brauchen alle Iridium. So, das war jetzt kein großes Level hier. Aber deswegen habe ich die Steine auch noch mitgenommen, weil ich die gerne haben würde. Hier gibt es noch ein bisschen Fasern. Können wir auch mitnehmen. Und hier ist noch ein bisschen Kupfer. Okay, dann gehen wir weiter. Oh, hier sind noch mehr Fässer. Die Fässer sind gar nicht schlecht. Oh, hier ist noch eine Notiz dabei gewesen. Cool. Wir müssten bald alle haben. So, der war auch kein Problem. Das ist ein bisschen Eisen, ein bisschen Kupfer. So, das war Gold. Sehr schön. Hey, cool. Wir finden gute Sachen gerade. Das ist nicht schlecht. So, und da ist auch schon der Abstieg. Die Steine nehme ich natürlich mit. Ich hätte theoretisch heute auch die Verbesserungen in Auftrag geben können. Weil wir sind über 100.000, sehe ich gerade einfach. Das ist ziemlich cool. So, Stab der Macht, gesucht Thomas, Stern eines Soldaten, Kies Herausforderung. Ach, das ist Ebene 25 in der Schädelhöhle, okay. Gut, die Schädelhöhle. Oh, cool, war noch ein paar Geoden drin, sehr schön. Ja, dafür bin ich auch runtergegangen, weil ich gerne noch Magma-Geoden hätte. Ich hätte gerne noch ein bisschen was aufgebrochen, einfach damit wir vielleicht da auch nochmal Iridium rauskriegen. Das wäre cool. Hier gibt es auch nochmal fette Steine. Sehr cool. Da kommen auch nochmal gut Steine raus. Glaube, das sind nochmal 10. Ja. Macht Sinn.
wir hier so ein bisschen Kohle. Die ist auch nicht schlecht. Hier nehme ich noch Steinchen und Geoden. Sehr cool. Ja, Omni-Geoden werden super. Ich sollte mal die Omnis anfangen aufzuheben einfach. Einfach damit wir auch die Sachen kriegen, die da in der Wüste verkauft werden, ne? In dem Geodenladen. Da brauchst du halt voll viel. Auch dieser magische Hut. Ich weiß gar nicht, was der macht. Und ich könnte mich mal wieder umziehen. Sieht eigentlich schlimm aus hier mit meiner Anglerweste die ganze Zeit. Ja, da könnte man vielleicht mal den Stoff schnappen, den wir haben und morgen zu Emily gehen. Ich gehe jetzt erstmal weiter runter noch. So, dann würde ich morgen zu Emily gehen und zu Robin und gucken, ob das Haus verbessert werden kann. Dass wir da die letzte Stufe bekommen. Oh, scheiße. Fuck. Okay, geht. Alles gut. Die laufen halt voll merkwürdig. Die laufen immer so voll unberechenbar teilweise. Okay, das war ein Kupferbarren. Okay, interessant. Und hier sind noch Schleime, die können wir noch mit töten. Okay. Gut, der hat uns jetzt kurz erwischt. Der muss gleich tot sein. Ja, okay. Hier hat er noch was fallen lassen. Sehr schön. Guck mal hier. Ich glaube, der kann uns da nicht kriegen. Das ist voll weggebounced. Jetzt kommt er. Ah, jetzt hat er mich. Scheiße. Oh mein Gott, das war... Der hat mich gedebufft und das ist halt... Damit habe ich minus 8 Verteidigung, da kriege ich super viel Schaden von. Das ist schlecht, das ist nicht so cool. Guck mal, hier waren noch 2 Smaragde, sehr gut. Und dann würde ich hier noch die Steine schnell... Das sind ganz schön viele hier noch und auch der große. Da können wir die mitnehmen. Das ist ganz gut. Jo, sehr gut. Okay. Ja, cool. Steine, dann müssen wir die halt nachholen. Ich würde da vielleicht anfangen, auch mal Sachen zu craften mit. Einfach, dass wir die Treppen craften schon mal. Dann können wir nicht die Steine immer wieder ausgeben, die wir eigentlich für die Treppen vorgesehen hatten. Und dann würde ich anfangen, die Treppen zu sammeln. Scheiße. Wir sind schon gut angeschlagen. Wir haben jetzt nicht mehr viel Energie. Ich würde... Ah, ist 19:30 auch schon. Hier das noch mitnehmen eben. Und dann... Ich habe jetzt auch nichts zum Essen. Vielleicht... Guck mal, voll viel Geoden gefunden. Voll cool. Guck mal, was hier noch ist. Das nehmen wir noch mit. Das Gold. Das ist sehr gut. Den Goldklumpen da. Und hier war noch eine Omni-Geode. 2 Stück. Sehr gut. Ja, für Geoden sammeln ist das hier nicht schlecht. Es macht halt Sinn, dass wir die ganzen Steine auch sammeln, mitnehmen. Sonst würden wir die Geoden niemals finden. Gut, ist hier noch irgendwas? Ein Schleim? Okay, muss ich gucken. Na gut, der könnte mich töten. Ich gehe mal raus. Ist eh schon spät. Das Ding hier. Das können wir erst wegmachen, glaube ich. Oder? Guck mal. Das ist weggegangen. Nein! Oh mein Gott! Wo sind wir hier? Hallo, wer bist du? Zwerg. Fi dessen mue vea put. Uton num mustu aput. Zwerg. Zwerg, ich verstehe dich nicht, Zwerg. Wisst ihr was? Oh, Nessa, danke. Vielen Dank, dass du mir schreibst im Video. Ich habe vergessen, auf privat zu stellen gerade. Sorry. So, ich würde mal ganz kurz die, ja, wisst ihr was? Der Zwerg hier, das sieht aus, als würden wir die Zwergenschriftrollen hier irgendwie benutzen können. Das macht halt voll Sinn. Und ich habe nie versucht, diesen Stein wegzumachen mit meiner Spitzhacke. Ja, geil. Mist, wir brauchen noch eine Zwergenschriftrolle. Wo kriege ich die her? Die kriege ich auch irgendwo in den Minen, ne? Ich glaube, die vierte fehlt uns noch. Okay, interessant. So, wir gehen erstmal zur Bushaltestelle zurück. Da müsste unser Pferd noch stehen, ja. Es hat gewartet, ganz brav. Nettes Pferdchen. Richtig gut, Mann. Ich bin so blöd, dass ich das nie gemacht habe, so. Aber ich kann ihn nicht verstehen, irgendwie. So, können wir irgendwas verkaufen? Nee, aber wir können was wegsortieren. Ich will jetzt nichts verkaufen. So. Dann haben wir einiges gefunden. Hier sind die Iridium fertig, sehr cool. Wer wollte den haben, Iridium-Barren? Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendjemand wollte den haben. Der Sternfang, ein Tintenfisch, aquatische Forschung, Bürgermeister-Shorts. Oh, die waren auch noch fertig. Vielen haben wir noch Gold bekommen für. Stimmt. Aber was war noch? Da war noch was. Warte mal kurz. Stab der Macht. Okay, ich weiß, ich sehe es nicht, ehrlich gesagt. Fange einen Tintenfisch. Pam ist durstig. Pam ist durstig müssen wir auch noch machen.
Kleiner Moment, der Stern. Aquatische Forschung war eigentlich für Demetrius, das war der. Wie heißt der? Nee, dieser Fisch da, dieser Kugelfisch. Hier ist Herausforderungslevel 25 Stern eines Soldaten. Bringe Kent eine Sternfrucht. Mist, das hätten wir auch machen müssen noch. Das habe ich voll vergessen. Das können wir auch machen. Wir haben noch Sternfrüchte. Aber warum geht der immer raus da? Ich will ja bloß zurück. So, Stab der Macht. Bringe dem Zauberer einen Iridiumbarren. Okay. Okay, also dem Zauberer. Gut, das könnten wir theoretisch noch machen. Ich würde mal aber ein Iridium hier einlagern. Und hier ist noch eine Notiz. Haben wir die schon gehabt oder warum? Nee, lass uns die mal lesen. Sei gegrüßt, Niguki. Hast du mein Geheimnis im dunklen Tunnel gefunden? Ich freue mich schon auf dich, Ki. Ja, haben wir gefunden. Haben wir auch schon fertig gemacht. Wir können auch schon zu Ki in die Spielhalle gehen. Und ganz ehrlich, ich mag die Spielhalle richtig gerne. Die ist cool. So, hier haben wir noch Geoden. Und dann gab es hier noch Steine. Und dann noch Omnigeoden. Da haben wir jetzt drei Stück von. Ich würde die jetzt mal anfangen aufzuheben. Wir haben jetzt noch normale Geoden. Obwohl die Omnis halt auch super sind zum Aufbrechen, muss ich echt sagen. Gut, hier gibt es noch ein bisschen, bisschen Monsterloot. Genau. Habe ich noch Schattenessenzen? Bestimmt irgendwo. Das noch. Genau, hier sind sie. Okay. Und dann haben wir gerade für die Kiste noch einiges. Da haben wir ein bisschen davon, ein bisschen davon, ein bisschen Kupferbarren und ein bisschen Golderz. Ich muss bloß auf die Uhr achten, aber es geht noch. Gut, nebenan. Ach ja, den Iridium machen, den wollen wir für den Zauberer. Okay. Dann kommt hier noch. Ich mach das einfach hier mal rein, kurz alles. Ich heb die jetzt mal auf die Sachen. Okay, und dann. Obwohl, hier können wir noch ganz schnell vorbeischneiden. Das mit reinknallen und das mit reinknallen. Und dann gibt es da noch Kupfer. Sorry, ich übersehe die Sachen immer und dann renne ich immer hin und her. Aber es ist halt so wild. Und dann, wir haben ja für alles eine Kiste. So, und wir müssen auch tatsächlich mehr Kisten bauen. Ich brauche viel mehr Kisten. Ich will das alles noch ein bisschen besser sortieren. So, ich gehe jetzt erstmal schlafen, beziehungsweise in den Fernseher noch. Vielleicht ist Sebastian schon im Bett. Odi ist auch reingezoomt. Das macht er immer sehr gerne. Und vielleicht könnte ich mal die Böden neu tapezieren irgendwie. So, der Wetterbericht. Willkommen bei Kurze 5, deiner Lieblingsquelle. Morgen wird es ein wunderschöner sonniger Tag. Sehr gut. Sonne im Winter ist immer gut. Leben vom Land. Willkommen beim Leben vom Land. Hier sind wir wieder mit einem weiteren Tipp für euch. Spitzt die Ohren. Habe ich jetzt vergessen, aber ich kann es auswendig. Gott sei Dank. Fischfokus. Katzenfisch. Dieser relativ seltene Fisch kommt nur aus seinem Versteck, wenn es regnet. Du findest ihn in Flüssen in der Nähe von Städten, wo er sich an allen möglichen Resten im Wasser labt. Er mag aber keine höheren Temperaturen, also brauchst du dir im Sommer keine Mühe mit der Suche geben. Okay, Katzenfisch. Ich weiß nicht, den brauchen wir jetzt nicht wirklich. Aber interessant, danke für Leben vom Land. So, es ist 23 Uhr, wir gehen heute ein bisschen früher ins Bett. Das habe ich beschlossen. Okay, hier. Und dann rechnen wir ab. Sebastian schon am Pennen. Alles klar. So, da haben wir den 11. Tag im Winterjahr 2. Hofarbeit 4726. Das war jetzt nicht so viel. 5426 noch mit dem Artefakt, was wir dazu bekommen. Es war auch nur das Artefakt. Nee, die Entenfedern noch. Die Entenfedern waren um einiges teurer als das Artefakt. Das hat nur Hunde gebracht. Okay. Gut, das war doch okay. Ich nehme einen Schluck Kaffee. Kleinen Moment. Dann gießen wir eben den Kaktus erneut. Dann haben wir das. Oh, ist da überhaupt noch Wasser drin? Ich glaube nicht. Doch, ein Schwups war noch drin. Ein kleiner Schluck und dann müssen wir mit Sebastian reden. Natürlich. Hallo, ich werde heute einen Spaziergang machen. Ich brauche ein wenig Zeit für mich selbst. Ich sehe dich dann am Abend. Ist okay. Knutschi, pass auf dich auf. Warte, ich gebe dir noch Sashimi, mein Lieber. Du hast bestimmt Hunger. So. Dann kriegt er hier noch ein feines Sashimi. Bitteschön. Das mag ich am liebsten. Woher wusstest du das? Ich hab's geraten, mein Lieber. Könnt ihr echt mal einen neuen Text ausgeben da. So, dann hier schnell durch. Dann haben wir das eben fix durch. Ich würde ja, wie gesagt, mal eben den Stoff mir schnappen und eventuell zu Evelyn heute runter. Guck mal, ich habe schon Hasenpfote. Da könnten wir die auch verkaufen. Warte mal, ich werde mal den Stoff nehmen. Ich nehme mal das ganze Zeug hier mit, einfach um zu gucken. Genau, den goldenen Kürbis. Ich habe den noch nicht verkauft, weil, ne? Wollte ich noch nicht. Um zu gucken, wie das ist, wenn wir das damit färben, die Sachen. Vielleicht einfach. Rhabarber könnten wir mal. Ja, warum nicht? Vielleicht noch eine Batterie. Und hier so eine Brombeere. Und mit einem Kaktus und einer Kokosnuss und einem Granatapfel. Könnten wir es mal probieren. So, ich nehme das einfach alles mal mit. Es ist eigentlich blöd, das jetzt mitzunehmen. Ja, das ist es wohl. Weil wir müssen erstmal zu den Tieren. Ich hole das dann gleich ab. Obwohl, das können wir auch so machen. Müsste klappen. Müsste klappen.
So, dann gucken wir mal, was hier bei den Tieren los ist. Da werde ich schnell die Mayonnaise schnappen. Ein bisschen Schattenmayonnaise ist dabei. Sehr cool. Hier ist jetzt nichts weiter außer Peperoni. Peperoni können wir natürlich mitnehmen. Das ist völlig okay. Und wenn ich eh schon eine Hasenpfote habe, dann würde ich die vielleicht... Oder ich hebe die jetzt mal auf noch. Vielleicht kann ich damit eine Klamotte herstellen. Und die zweite heben wir dann auf. Keine Ahnung. So, hier würde ich einfach nur schnell ernten. Da oben habe ich jetzt keine Lust zu gießen. Und dann geht es hier kurz an die Mayonnaise. Mayonnaise! Mayonnaise, die feine Mayonnaise, die streicht mir aufs Brot. Und dann esse ich die so. Guck mal hier, hat er heute nicht gefüttert. Tatsächlich hatte er gestern wohl gefüttert. Das ist ganz cool. So, hier gehe ich mal hier kurz rauf. Und dann nehmen wir hier selbst die, das Heu in die Hand heute. Ist doch gar kein Problem. Und die Hühner, die lieben wir und küssen sie. Knutsch, knutsch. Achso, die Produkte sollen wir mitnehmen. Ja. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. So, dann gibt es auch wieder ein neues Schattenei. Vielleicht ist ja auch ein neues Huhn geschlüpft. Eventuell. Mal gucken. So. Nein, noch nicht. Hallo, ihr Lieben. Hier ist es halt super easy, weil das halt passiert halt automatisch. So. Das kleine Huhn braucht noch ein bisschen. Großes Ei essen. Nein. Mäh. Süß sind die. Aber voll cool, dass wir jetzt so langsam Schattenhühner reinkriegen. Mit einem Ei hat es uns schon echt... das hat uns alles eröffnet. Im Grunde. Ein Ei. Aus einem Ei können wir einfach alle weiteren Hühner ziehen. So. Aber das ist noch am Brüten, deswegen machen wir jetzt erstmal neue Mayonnaise daraus. Und hier, und hier, und hier. Nehmen wir das Ei. Das ist okay. Cool. Zack, puff, zack, puff. So, hier müssen wir auch nachlegen wahrscheinlich, ja? Hallo, ihr Lieben, ihr Süßen, ihr seid großartig und lieb und süß. Guck mal hier, habe ich für euch was zu essen. So verstehen die nämlich, was ich sage. Das ist wie Walisch von Dori. Kann ich nämlich auch Kuhisch. Ich kann das super. Ich habe das geübt. Ich komme dann rein und sage, hallo. Morgen. Und die machen Mu. Und ich sage, ja, klar. Und dann sage ich, nein, Bertha, du sollst... Ach nee, keiner davon heißt Bertha. Das wäre ein viel zu normaler Name. Egal. Nein, du sollst sie nicht beleidigen immer, sage ich dann. Und dann sind sie sauer. Weil sie gerade gestritten haben und dann wollen, dass ich Partei für die ergreife. Aber das mache ich dann immer nicht, weil ich gerne diplomatisch agiere. So, jetzt haben wir die Schweine und die Hintern der Kühe geküsst. Und auch dieses Schaf hier und auch dieses Schwein. Und dann nehmen wir doch mal bitte die Produkte, weil die möchte ich gerne haben. Guck mal, da ist nämlich auch noch ein bisschen Wolle. Und Wolle ist super. Aus Wolle können wir weiteren Stoff herstellen. Und das würde ich mal tun. Nee, wir gehen jetzt erstmal zu Emily runter. Ich will Klamotten. Klamotte! Ich liebe Klamotte. Und ich brauche aber mehr Platz für Klamotte. Auf jeden Fall. Ich muss auf jeden Fall irgendwie Holz fällen oder so mit demnächst. Oder warte mal, bevor wir zu Emily gehen. Oder wir machen so, wir gehen zu... Das ist völliger Quatsch. So, ich gehe jetzt erstmal hier runter, weil Emily wohnt da unten. Und dann gehen wir durchs Dorf hoch zu Robin. Wir brauchen jetzt nicht ewig bei Emily. Emily. Und werden dann... Oh, guck mal hier. Die haben uns eine Weißalge hinterlassen. Vielen Dank. Wow, für all die Zeit. Aber 5 Weißalgen sind eigentlich nicht schlecht. Ganz ehrlich, das ist wirklich nicht schlecht. Weil du kriegst Weißalgen ziemlich selten. Und du brauchst sie halt für einige Sachen zum Craften, glaube ich. So, hier war noch ein nettes, Süßkartoffel. Schneeige Süßkartoffel. So, hier runter gereitet. Dankeschön. Und hier, das nehme ich mit. Dankeschön. So. So. Jo. Heute nur Stardew Valley auf dem Kanal. Es liegt noch gerade an meiner Pause. Ich mache so ein bisschen Pause. Das heißt aber nicht, dass ich den Kanal irgendwie runterfahre. Ja, er wird runtergefahren, aber nicht getötet. So, ich werde jetzt die Folgen einfach versetzt täglich bringen. Und werde mir Zeit lassen mit dem Aufnehmen, weil ich sonst einfach ausbrenne, wenn ich das jeden Tag mit 3 Folgen mache. Aber das habe ich schon erzählt, alles in Animal Crossing. So, das nehme ich rauf. Dann gucke ich einfach hier mal nach der Winterwurzel. Habe ich die schon gemacht? Nein, können wir so machen. Sehr cool. Aha, aha. Es heißt orangenes Schleifenhemd. Kleidung. Sieht interessant aus. Okay, hatten wir noch nicht so. Gut, dann der nächste Stoff. Wir haben eigentlich vieles, was wir machen können. Ich nehme mal hier so einen blauen. Das hatten wir auch noch nicht. Zeig mal her. Am Schneidern. So, oh, das sieht aus wie eine Latzhose. Nee, T-Shirt, okay. Aber auch cool. So, dann nehmen wir... Wo sind jetzt meine Stoffe? Hier, genau. Noch den nächsten. Und den Kaktus hatte ich, glaube ich, schon mal. Ja, den hatten wir schon mal, den nehmen wir nicht. Brombeere. Okay. So, cool. T-Shirt. Ah, das sind alles coole T-Shirts, muss ich echt sagen.
So, dann machen wir hier die Schneesüßkartoffel. Hatte ich gerade, ich nehme an so eine Hasenpfote. Cool. Auch ein T-Shirt, gut. Dann nehme ich das nächste. Ich nehme einfach mal... Ach nee, guck mal, so eine Saat können wir nicht machen. Aber hier so einen Granatapfel können wir machen. Oh, den haben wir schon. Da haben wir... Ich glaube, die Hose habe ich sogar an. Und hier... Die haben wir auch schon. Okay. Und hier... Das haben wir noch nicht. Mit Mais. Das können wir mal machen. So. Und dann haben wir den. Das gestreifte Hemd. Sieht auch lustig aus. Okay. Ja, so langsam. Okay, der Kokos, den haben wir auch noch nicht. Ja, ich muss ja gucken, dass ich dann die Sachen nicht doppelt mache irgendwie. Das ist auch ein T-Shirt. Aber ich liebe die Klamotten. Ich liebe das einfach. So, und hier ist eine... Oh, cool. Ein Rotkohl. Witzig, der wird so violett. Tanktop. Tanktop sieht auch... Es sieht alles aus wie eine Latzhose irgendwie. So, habe ich schon die Höhenkarotte einmal benutzt? Ich weiß es gar nicht. Lass uns mal testen. Nee, habe ich noch nicht. Cool. Okay. Und dann nehme ich noch hier. Mache ich mal mit der Batterie. Haben wir noch nicht gemacht. Das ist relativ wertvoll. T-Shirt einfach nur. Okay, und dann noch das letzte. Hier mit einem Rhabarber. Cool. Das gibt irgendwas Grünes. Okay, dann lass uns mal testen. So. Also, wir haben hier T-Shirt-Kleidung. So. Wir haben eigentlich nur T-Shirts. Okay, das ist ein bisschen violett. Alles klar. Dann haben wir hier diese Hose. Nee, ist ein Tanktop. Oh, das ist eigentlich cool. Das ist eigentlich voll cool, das Tanktop. Das gefällt mir voll. Mit der Hose sieht sportlich aus. Okay. Grüne geknöpfte Weste. Aha. Okay, aber die hat rote Ärmel offenbar. Interessant. So, noch mal so ein blaues T-Shirt. Wie sieht das aus? Okay, okay, okay. Grünes T-Shirt mit Gürtel. Okay. Also, es sind coole Sachen bei. Mir gefällt das Tanktop jetzt am besten bisher, muss ich sagen. Die Farbe ist jetzt nicht so unbedingt... Aber es ist eine coole Sache. Warte mal. Hier. Das ist auch süß. Er hat das ein Gesicht. Sieht aus, als ist jetzt ein Gesicht drauf. Lol. Hä, und ist das schulterfrei? Sieht aus, als hätte... Guck mal, jetzt würde das hier... Okay. Ich nehme mal das Tanktop. Das mag ich. Das ist cool. Okay. Unser violettes Tanktop. Hey, wir sind sportlich unterwegs. Wir sind der sportliche Farmer Nigoki. So, okay, dann gehen wir hoch zu Robin und dann würde ich heute mein Schlafzimmer, beziehungsweise den Keller ist das ja. Der Keller, den brauchen wir. Den möchte ich in Auftrag geben. Der kostet 100.000. Das ist sehr, sehr teuer. Und ich könnte eigentlich nochmal runtergehen zu Krobus. Vielleicht hat der irgendwas Cooles. Aber das macht keinen Sinn. Wenn ich jetzt zu Krobus gehe, noch... Ich habe jetzt... Ne, wenn ich jetzt zu Robin gehe, dann gebe ich all mein Geld aus, was ich habe. Aber ist egal. 7.000 hätten wir noch übrig. Mal gucken. So ein Fisch kostet ja nicht 7.000. Wenn ich jetzt... Also ich spekuliere auf Fische, die er vielleicht hätte für mich, die mir fehlen. So. Aber ich bin nicht der Fan von Angeln. Und nach Fischen suchen ewig. Hey Robin! Ich möchte mein Haus verbessern. Ich kann deinem Haus einen Keller hinzufügen. Der Keller kann benutzt werden, um Produkte wie Wein oder Käse reifen zu lassen. Es würde dich 100.000 Gold kosten. Bist du interessiert? Ja. Hier habe ich auf Tasche. Kannst du haben. Danke dir. Ich werde morgen anfangen. Ich sollte in ungefähr 3 Tagen fertig sein. Okay, cool. Gute Sache. Das heißt, wir haben unser Haus dieses Jahr auch noch maximal aufgebessert. Das habe ich gemacht, ehrlich gesagt, damit das in die Wertung mit einfließt von Oppi. Wenn der mich Ende des Jahres jetzt bewertet, sollte das Haus fertig sein. Wir sind verheiratet. Ich habe leider noch keine Kinder. Ich hätte gerne Kinder schon mit Sebastian. Aber bisher hat er mich nicht gefragt, ob wir Kinder adoptieren wollen. Und ihr wisst, bei homosexuellen Paaren kann man Kinder nicht auf natürlichem Wege haben. So etwas funktioniert nicht. Das geht nicht. Das ist biologisch nicht möglich. Das ist einfach nicht drin. Schade, aber es ist halt so. Nein, das ist okay. Ich meine sonst, ne? Die Heteros müssen ja auch noch irgendwo einen Sinn und Zweck haben. Dankeschön, mein Inventar ist voll, das ist ganz großartig. Habe ich irgendwas, was ich essen kann? Ja, hier diesen Granatapfel werde ich verspeisen. Mit Genuss, denn ich möchte gerne wirklich diese Steine hier haben. Muss ich echt sagen. Aber ist eigentlich blöd, damit jetzt anzufangen so. Ich bräuchte eigentlich Holz eher. Viel eher Holz, damit ich neue Kisten herstellen kann, damit ich Klamotten machen kann. Wisst ihr was, das mache ich auch mal.
werde jetzt mal eine Klamottenkiste erstellen. Und ich werde damit einem Ratschlag folgen, den wir hatten in den Kommentaren, wo es heißt, ich kann auch Kisten... Oh, krass, wie viele Würmchen hier sind. Ich kann auch Kisten überall hinstellen. Und wisst ihr, was wir dann machen? Wir werden einfach zu Emily so eine Kiste hinpacken. Und dann werden wir die Klamotten alle reinlegen. So, das kann ich jetzt nicht mehr mitnehmen. Ganz toll, ganz toll. So, dann muss ich mal hier diesen Kaktus zu mir nehmen. Kann ich den essen? Ich hoffe, dass der mich nicht tötet oder so. Nö, der war gut. Der war ganz gut. Der war ganz lecker. Der ging voll. So, ich hätte gerne noch die letzte Zwergenschriftrolle. Warum ist die so verborgen? Ich hoffe, die Würmchen geben mir die irgendwann. Okay. Egal, ich lasse die jetzt hier liegen. Ist wurscht. Ist halb so wurscht. Ich habe einfach ein volles Inventar. Ich muss einfach mal eben zur Kiste. So ist es eben. So, voll schön, dass die Robin anfängt mit ihrem, mit dem Stall. Das ist supi. Supi-dupi. So, hier gehe ich kurz an die Kiste. Was können wir loswerden? Die ganze Ziegenmilch, die können wir loswerden. Da habe ich jetzt gar keinen Käse draus gemacht, aber es ist halb so wild. Wir könnten dem Zauberer auch noch den Iridium-Barren bringen. Das werde ich noch machen. Wisst ihr auch wieso? Weil mich einfach... Also ich mag den Zauberer nicht sehr gerne, muss ich echt sagen. Aber seine Quest heißt der Stab der Macht. Und das ist interessant. Das kann ich nicht leugnen. Dass der Stab der Macht hört sich interessant an. Ich würde aber trotzdem noch gerne eine Kiste herstellen erstmal. Weil wir haben Zeit für den Zauberer. Hallo, Schuppen. Ich begrüße den Schuppen jetzt einfach, weil ich das möchte. So, jetzt möchte ich hier eine Kiste herstellen. Eins, zwei. Ich mache zwei, weil zwei sind gut. Wisst ihr was, das ist aber voll blöd, wenn wir die Kiste bei Emily hinstellen. Ich will das nicht. Ich will jetzt keine Kiste bei Emily hinstellen. Ich stehe jetzt hier unten hin. Solange bis der ausgebaut ist, ist das okay. Hier können wir noch zwei Kisten hinpacken erstmal. Und ich würde dann eine Kiste nur für T-Shirts nehmen und eine für Hosen. So, wir machen hier einfach... welche Farben? Was haben wir da noch nicht? Ich weiß nicht, hier so ein Pink. Und so ein... Weiß ich nicht, so ein Rosa. Mein Gott. Ja, warum nicht? Dann ist dieses Pink hier, ist jetzt für T-Shirts. Dann mache ich alle T-Shirts rein. So. Und wir haben auch noch welche hier oben mit drin. Hier so. Und hier würde ich die Schuhe dann drin lassen. So. Ach ja, Schuhe und Kopfbedeckung. Kopfbedeckung haben wir auch noch. Hosen habe ich kaum, muss ich sagen. Aber ich habe jetzt super viele T-Shirts. Das macht Sinn, dass wir die Kiste mal aufsplitten. Also Oberteile haben wir wirklich, wirklich viele. So, das ist eine Hose. Das ist eine Hose, Hose. Und T-Shirt, okay. Alles klar. Ja gut, dann haben wir ein bisschen Platz geschaffen wieder. Ist doch okay. So, das. Und hier und da und dort. Und hier und dort und da. Und hier. Seitdem ich diese... Ganz ehrlich, das ist explodiert. Seitdem ich an die Maschine kann. Sind meine T-Shirts einfach so krass viele geworden. Und die haben auch tatsächlich eine Reihenfolge alle irgendwie. Das ist interessant. So, dann gehe ich mal kurz noch die Sachen hier weglagern. Wenn wir eh schon mal hier sind. Das hier. Nee, das hier nicht. Aber das hier. Und das Holz zurücklegen. Das brauchen wir. Ich brauche dringend mehr davon. So, dann haben wir eigentlich noch drei Stoffe, die wir neu machen können. Eins, zwei, drei. Und die Hosen. Da waren noch Hosen drin. Hier in dem Ding. Das können wir noch mit rausnehmen. Eins, zwei, drei Hosen. Ja, dann machen wir jetzt die Schuhe und Kopfbedeckung da oben rein. Und hier kommen die Hosen. So, es ist jetzt noch nicht so viel an Hosen, was wir haben, aber das sammelt sich bestimmt. Okay, vielleicht können wir die Hasenpfote doch verkaufen. Aber die bringt Glück, glaube ich. Vielleicht sollten wir die auch einfach behalten. In meinem Inventar mitnehmen und so. Ich gehe jetzt mal doch zum Zauberer. Ich will wissen, was der mir gibt, wenn ich ihm das Iridium-Ding bringe. Und ich hätte gerne einen neuen Teich hier noch. Mit besseren Fischen. Ist eigentlich ganz cool. Mit den Fischen ist ganz cool so. Du brauchst nicht wirklich was machen. Und die wollen ab und zu was. Ein bisschen so. Wir können auch nochmal in den Wald und ein bisschen Hartholz holen. Oh, ein Schweinelady ist da. Das ist wichtig. Das ist cool. So, was hast du, Haselu? Hast du irgendeinen coolen Fisch? Grünkohl? Aber, und Schleime kannst du hier kaufen. Essstuhl ist auch cool. Kann in deinem Haus platziert werden. Sommerschmuck. Hirnkarotte. Sie hat leider keine Fische dabei. Tulpe. Ich würde aber ihren Grünkohlsamen kaufen. Weil der sieht selten aus. Den sehe ich sonst nirgendwo. Keine Ahnung. Den können wir im Gewächshaus anpflanzen.
Und dann noch ihren Essstuhl einfach, weil ich den cool finde. So, vielen Dank. Das ist cool von dir. Nette Sache. Nettigkeit und so. Guck mal hier. Da ist noch eine Schneesüßkartoffel. Die habe ich jetzt alle verkauft, das letzte Mal, glaube ich. Keine Ahnung, die könnten wir mal aufsparen. So, was ist eigentlich hier für ein Löcherding? Die sieht voll cool aus. Keine Ahnung. Ob der irgendeine Bedeutung hat, so. Das ist voll der schöne Sprite. Und den siehst du sonst auch nirgendwo. Also anders wieder. Ich meine, die Bäume sind alle, die kommen alle irgendwo wieder. Aber da dieser Ast, dieser Baumstamm im Wasser, der ist relativ selten. So, hier hast du einen ollen Iridiumbarren. Das ist super teuer. Ich hoffe, du kannst auch was damit anfangen, mein Lieber. Bitteschön. Ah, wertvolles Iridium. Das hast du gut gemacht, Nigoki. Du hast meine Dankbarkeit. Jetzt geh. Du verdammter Zauberer! Was heißt das? Ich hab seine Dankbarkeit. Stab der Macht. Der Zauberer arbeitet an einem Stab von phänomenaler Kraft. Wer weiß schon, wofür. Er braucht einen Iridiumbarren, um ihn zu vereinen. 5000 Gold. Okay, das will ich ja wohl... Also ganz ehrlich, das ist das Mindeste. Dass du mir 5000 Gold dafür gegeben hast, mein Lieber. Und ich hoffe... Ne? So, lass uns mal die Haare färben, wenn wir schon mal hier sind. Ich würd die gerne behalten. Und vielleicht können wir unseren Bart wegnehmen? Keine Ahnung. Nein, ich mag den Bart. Bart lasse ich. Augenfarbe, Haarfarbe. Haarfarbe, die werden wir mal ein bisschen anpassen. So, vielleicht mal ein bisschen ins Grünliche. Das wäre ja was Nettes. Vielleicht so. Aber nicht wirklich türkis, sondern ein bisschen dunkler. So. Das ist dolle Grün. Okay, warte mal. Wir machen dolle Grün und dann aber so ein bisschen dunkler noch. So vielleicht. Ja, dann haben wir grüne Haare heute. Und können wir doch den Odie wechseln? Ach, guck mal, wir können den Odie auch verwandeln. Das mache ich aber nicht. Odie bleibt Odie. Zack. So, jetzt sind wir ein bisschen punkig unterwegs zurzeit. Gar kein Problem. Jo, so. Tschüss, Zauberer, du bist ein Arschloch. Der gibt mir einfach nur 5000. Jetzt geh, sagt er. Blöder Sack. Kann nicht wahr sein, ey. So, ich werde hier kurz das aus dem Boden hauen. Antikes Schwert, okay. Gunther kann dir was darüber erzählen. Das ist cool. Gut. Okay, zu Gunther gehen wir das nächste Mal, wenn wir... Wir haben eh noch ein Artefakt irgendwie, was wir ihm geben können. Oder habe ich das schon abgegeben? Ich weiß es nicht mehr. Tschüssi! Voll süß, wie sie winkt. Vielleicht gehen wir noch zu Krobus. Ich würde mal kurz zu Krobus. Einfach gucken, was der hat. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld. Vielleicht hat er noch was Cooles. Ich gehe mal einfach hier lang. Und dann hier runter. Der müsste hier sein, ne? Gleich da, glaube ich. Hier ist auch voll viel Holz noch, was hier rumsteht. So. Krobi! Na, mein Lieber. Was stinkt immer hier so ganz doll? Ach, kommst du rein, ey? Wie kann der denn hier leben? Was ist eigentlich hier nochmal? Oh, eine Art Kraftfeld blockiert den Weg. Okay, aber wie kommen wir denn da weiter? Was ist das hier? Statue der Unsicherheit. Die Statue hilft dir, den Beruf zu ändern. Bist du... Okay, stimmt. Okay, das ist cool. Was sind eigentlich das für Töpfe hier? So. Krobus. Iridium-Sprinkler... Nein! Der verkauft die auch? Das ist ja geil. Zepter der Rückkehr. Okay, 2 Millionen. Aber Iridium-Sprinkler für 10.000, Mann. Aber die habe ich jetzt nicht mehr. Ich kann ihm auch nichts verkaufen. Leider. Mist, den hätte ich gern gekauft, muss ich echt sagen. Gut, morgen können wir wieder. Wir werden wieder reich. Wir haben viel Geld ausgegeben jetzt für unseren Keller, aber den brauchen wir halt auch. So, ich werde das Pferd nicht stehen lassen. Ich werde das abholen und werde dann wieder hochreiten. Ist eh schon spät wieder. Was können wir eigentlich hier machen? Können wir hier irgendwann, können wir hier noch runter? Ich würde da unten gerne voll aufräumen. Das sieht halt aus wie... Sieht halt schlimm aus einfach. So, es ist 2020. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann können wir hier rechts... Was ist denn hier rechts eigentlich? Da ist nichts weiter, oder? Nee. Nee. Manchmal muss ich mir Sachen angucken. Aber lass uns mal das Holz sammeln, was hier steht. Ganz ehrlich, dann können wir das noch machen. Bevor ich jetzt hier noch irgendwo rumreite... Ich habe überlegt, ob ich noch zum Strand reite, aber wir brauchen dringend Holz. Wir haben kaum noch Holz. Ja, cool. Also können wir jetzt Wein reifen lassen. Wir können bestimmt auch die Reifefässer für den Wein direkt runterstellen. Das heißt, wir können dann den fertigen Wein dann nochmal einlagern wahrscheinlich. Keine Ahnung. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Platz im Keller für weiteres Zeug, weißt du? Vielleicht auch noch für Kisten oder so. Dann kann ich da auch nochmal Kisten hinstellen. Dann muss ich das nicht alles im Schuppen lassen. Oder wir bauen noch einen zweiten Schuppen für nur Kisten. Und dann noch... Und in den ersten
packen wir, weißt du nicht, die ganzen Geräte rein, die Sachen verarbeiten oder so? Ich weiß es noch nicht genau, wie ich es mache. Aber wir brauchen auf jeden Fall wieder Materialien. Das heißt, ich werde jetzt mal meine Energie, die ist eh super voll. Ich werde das mal komplett nutzen, um, ja, um hier die Ressourcen ranzuschaffen, die wir hier gerade zur Verfügung haben. So. Ich könnte theoretisch mal ein paar Bäume wieder pflanzen auf dem Hof, aber wisst ihr, wenn die Bäume hier nachwachsen unten, ist das voll okay. Da können wir die mitnehmen. Ich meine, die haben jetzt auch ewig nicht gefällt hier. Ich glaube, im ersten Jahr habe ich die vielleicht mal teilweise mitgenommen, aber so bis 23, nee, bis, ja, bis Mitternacht können wir ruhig machen, dann wir schaffen das locker nach Hause mit Mojang. Bini Mojang! Bini Mojang, kommst du mit? Wir müssen ein Stückchen nach vorne, ich habe hier schon alles fertig. So, hier. Machen wir weiter. Da war noch ein Ahornsamen, der kam gerade so runtergedroppt. Es ist so sehr merkwürdig, dass die Bäume im Winter Samen abgeben, ehrlich gesagt. Die tragen nicht mal Blätter, aber Samen haben sie. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Das sollte nicht sein, eigentlich. Ne? Also, jeder, der mal in einem Laubwald war, weiß, dass die Bäume, wie gerade Ahorn, hat halt leider im Frühling nur Samen. nicht im Winter. Auch nicht im Herbst und auch nicht im Sommer. Okay, vielleicht im Sommer noch ein bisschen so. Anfang Sommer. Okay. So, na dann. Haben wir das alles hier? Sehr schön. Dann würde ich einfach nach Hause. Guck mal, es waren jetzt 263 Holz. Ich würde noch mal ein bisschen... Gott sei Dank haben wir diesen Förster gelernt. Wir kriegen echt viel Holz daraus. Und mit der Statue der Unsicherheit könnten wir theoretisch auch unseren Job wechseln. Und ich glaube, das ist das, was der meint. Weil wir haben halt diesen Förster-Job jetzt. Und da könnten wir jetzt halt andere Jobs nutzen. Oder doch nochmal umlernen. Das heißt, es geht dann schon. Falls wir das möchten. Wir könnten zum Beispiel... Wir haben jetzt, glaube ich, den Ertragfokus auf den Tieren. Den könnten wir aber wechseln auf Früchte. Wir könnten das ja so machen, dass wir den Fokus swiften im Winter auf die Tiere und im Sommer halt auf die Pflanzen. Aber wisst ihr was, ist okay, ich würde das auf den Tieren lassen, weil die geben uns wirklich ganz gut nebenbei. Und die Pflanzen bringen auch so sehr viel. Das heißt, ja, so, wir müssen schnell nach Hause. Ich habe jetzt doch ein bisschen länger gemacht als gewollt. Nee, da hoch. Die Kühe sind auch schon am Ratzen, hier ist voll süß. Ich weiß gar nicht, ob ich bei meinen Tieren war heute. Doch, doch, ich glaube schon. Ich weiß es allerdings nicht. Vielleicht sollten wir mal gucken gehen. Guck mal, der will Stress hier. Den haben wir verarscht. Mist, das ist aber 1 Uhr. Ich kann jetzt nicht mehr zu den Tieren. Wenn ich nicht da war, dann war es so. Dann müssen wir halt morgen, kriegen wir morgen doppelte Ernte. Wir sind relativ safe hier mit den Sachen auf dem Hof. Ich muss ja noch ganz schnell verkaufen. So. Das. Wir haben gut Holz bekommen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Voll cool. Okay. Theoretisch könnte ich noch an... Au! Boah, da hat er mich attackiert, ey. Von der Seite, der blöde Sack. Gute Nacht, Odi. Schlaf gut. Gute Nacht, Sebastian. Schlaf gut. Ich schreie einfach rüber ins Schlafzimmer. Der hört mich schon. Schlaf gut! Bist du noch wach? Bist jetzt wieder wach? Sofort Bericht. Willkommen bei Kurzo 5, deiner Lieblingsquelle. Erwartet morgen ein paar Zentimeter Schnee. Na gut, erwarte ich. Ist nicht so wild. Aber das krisselt das Bild immer so dolle. Gut, vielen Dank, liebe Leute, dass ihr dabei wart. Ich freue mich immer, wenn ihr einschaltet. Es ist voll schön. Wenn ihr mögt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Wir rechnen noch ab zusammen. Damit haben wir... Oh, letzte Nacht hat Rin die Ziegenachwuchs zur Welt gebracht. Ach was, nein. Cool. Rin hat uns ein neues Ziegenbaby gegeben. Das ist voll random, offenbar, dass das passiert. Aber schön. Freut mich. So, wir müssen ihm einen Namen geben, okay. Dann machen wir 1, 2, 3, Gosers, okay. Gosers, Goserus, Goseru, Goseru, Goserus. Okay, sehr gut. So, das war der 12. Tag im Winterjahr 2, Hofarbeit, oh, 7771, das ist gar nicht schlecht, 1636 noch dazu. Dann haben wir 9407 gesamt, das ist doch okay. Ich freue mich auf meinen Keller. Mal gucken, was da so passiert. Ja. Das ist cool. Wir haben dann das Haus maximal aufgebessert. Ich hoffe, dass die Wertung reicht bis auf maximal. Dann, ich glaube, dass wir mit der Statue, dass wir die sehr gut gebrauchen können, wenn wir die bekommen vom Opa. Ich danke euch nochmal und wenn ihr mögt, sehen wir uns das nächste Mal. Ja. Tschüss.